Die Krefeld-Pinguine starten in die 20. Saison der deutschen Eishockey-Liga. Am Donnerstagnachmittag präsentierten sich die Eishockey-Cracks beim erstmaligen Eistraining vor rund 1000 begeisterten Pinguin-Anhängern. Interessiert waren die Anhänger insbesondere an den Neuzugängen wie den 25-jährigen ungarischen Stürmer István Sofron, der in der Ebel in der vergangenen Saison durch seine Torjägerqualitäten auf sich aufmerksam machte. Im 53 Spielen für CSV Herfa erzielte Sofron 19 Tore und gab 24 Vorlagen. Mit drei neuen Verteidigern geht man in die kommende Spielzeit, darunter dem 28-jährigen Kanadier Nick St. Pierre, der in der tschechischen Extraliga mit dem HC Pilsen die Meisterschaft feiern durfte. Ein weiteres vielversprechendes Talent wechselte aus der 2. Bundesliga, genauer gesagt von den Heilbronner Falken zu den Krefeld Pinguinen. Der US-Amerikaner David Fischer zählte zu den besten Verteidigern der 2. Bundesliga und erzielte trotz durchwachsener Leistung der Falken 7 Tore und gab 18 Vorlagen in 46 Spielen. Rüdiger Nowak zu den unbekannten Neuverpflichtungen in der 20. DEL-Saison der Krefeld Pinguine. Ja, ich meine, relativ unbekannt ist klar, wir mussten oder immer die 20 Jahre mit unbekannten Spielern auskommen, die integriert werden mussten, aber wo wir im Vorhinein klar waren, dass sie vor allen Dingen in unser Spielsystem passen. Und so ist das auch mit Nick St. Pierre, mit István Sofron, mit David Fischer. Ich denke, es sind nicht solche bekannten Namen, es sind nicht solche Krachernamen, wie die Fans immer wünschen, aber ich glaube auch unsere Fans wissen, dass wir Wert darauf legen, dass wir ein geordnetes Spielsystem haben mit Kontinuität. Und darauf kommt es uns an, Kontinuität zu bringen. Wie ausgeglichen wird denn die Mannschaft gegenüber der letzten Saison sein? Ja, wir hatten im letzten Jahr wirklich Glück, dass wir keine Verletzten hatten, bis leider zu den Playoffs. Und wir hatten dann in den Playoffs im Halbfinale auf 4 Importspieler verzichten müssen. Deshalb waren unsere Überlegungen dieses Jahr, wir gehen mit einem tiefen Kader in die Saison, wo wir keine Nachverpflichtung tätigen werden. Oliver Mebus, gebürtig im Dormagen, durchlief die Talentschmiede der Kölner Haie und die des KV 81. Mit einer Förderlizenz der Kölner Haie ausgestattet, spielte Mebus in der letzten Saison eine tragende Rolle bei den Duisburger Füchsen. Der 20-jährige Verteidiger ist mit seinem Gardemaß von 2,6 Meter sehr auffällig und will in dieser Saison den Durchbruch in der DEL schaffen. Die Qual der Wahl hat Rick Adeuno in der Torhüterfrage. Neben Thomas Duba kam der Sohn der Torhüterlegende Karel Lang zurück in die Seidenstadt, um erstmals für die Krefeld Pinguine aufzulaufen. In seinen Stationen Nürnberg, Duisburg, Mannheim und Wolfsburg sammelte Lang genug Erfahrung, um als DEL-erprobt zu gelten. Ich glaube, der erste Eindruck, was auch die Testergebnisse bis dato gezeigt haben, sehr gut eigentlich. Sicherlich kann der eine oder andere noch in gewissen Bereichen, hat er noch Defizite, wo wir noch daran arbeiten werden. Aber jetzt hat man jetzt auch schon auf dem Eis gesehen. Nach der dritten Einheit schon ein ganz gutes Tempo. Und das Wichtigste ist, die Jungs haben Spaß und sind gewollt. Jetzt haben wir 5 Neuzugänge. Ja. Darunter 2 Bekannte, Lang und Mebus. Und 3 relativ unbekannte Spieler. Fischer ist dann bekannt in der deutschen bzw. zweiten Liga. Wo ist die Qualität bzw. wo wird der Qualitätsunterschied zur vergangenen Saison und welche Schlüsselrolle spielen diese neuen Spieler? Ja gut, wir haben uns natürlich ausgiebig über diese Spieler informiert, angeschaut, alle Mann, vom Trainer, ich oder der Rüdiger Nowak und auch andere Leute auch im Vorstand. Und wir legen natürlich Wert darauf, dass diese Spieler reinpassen, vom Charakter her und von der Art her. Und auch wir haben jetzt durch den David Fischer, durch den Oliver Mebus natürlich jetzt auch an Größe gewonnen, was für uns natürlich vorteilhaft ist. Und gut, Nick St. Pierre ist kein Unbekannter, der hatte, wie gesagt, ist in Tschechien Meister geworden. Und wenn du in Tschechien Meister wärst, dann bist du nicht einer, der noch nie Eishockey gespielt hat. Nein, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und ja, die werden uns alle 5 weiterbringen. Was können die Pinguine-Fans von euch in dieser Saison erwarten? Ja gut, wir wollen natürlich da anknüpfen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben, so weit wie möglich kommen, erfrischen, begeistern, das Eishockey spielen und wir haben uns nicht verschlechtert, also wird das auch wieder hinhauen. Vielen Dank, Herr Pücker. Danke sehr.